Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte euch heute zeigen, wie kann ich aus einer Menge an Vektoren Basisvektoren finden oder auch andere Aufgabenstellungen dafür eine Basis bestimmen. Ich werde jetzt keine Herleitung oder Beweise mit euch machen. Ich werde euch einfach nur das Rechenschema jetzt zeigen, kurz und knapp. Erstens, wir schreiben die Vektoren in homogenes LGS. Homogen heißt, dass auf der rechten Seite später Nullen stehen werden. Dann müssen wir das Gleichungssystem gaussen, das heißt die Zeilenstufenform herstellen. Und wenn wir fertig gegaust haben, gilt die Regel, nehmen von jeder Stufe einen Kandidaten der Vektoren in Ausgangsform. Klingt jetzt kompliziert, aber ich zeige es euch mal. Voraussetzung ist, dass ihr wisst, wie man Gaußen anwendet. Wenn ihr das nicht wisst, werde ich, sobald ich das Video dazu fertig habe, es unter dem Video verlinken. Dann kriegt ihr dazu auch noch ein Tutorial. Gut, wir nehmen jetzt alle Vektoren, die wir hier haben, und schreiben die in ein LGS, also von links nach rechts. Und hier rechts stehen die Nullen, weil ja ein homogenes Gleichungssystem gemacht werden soll. Und jetzt fangen wir an, hier die Nullen herzustellen. An der linken Seite beginnen wir immer, also rechnen wir zweite minus erste und dritte minus erste. Die Zeilen, mit denen wir nichts rechnen, schreiben wir einfach ab. Dann 1 minus 1 ist 0, 2 minus 2 ist 0, 2 minus 1 ist 1, 2 minus 10 ist minus 8. Hier das gleiche, 1 minus 1 ist 0, 2 minus 2 ist 0, 3 minus 1 ist 2, 9 minus 10 ist minus 1. Jetzt sind wir noch nicht ganz fertig, weil die Gauss-Stufe hat immer noch die Höhe 2. Ich deute die halt gerade mal kurz an. Also das heißt, wir sind noch nicht fertig. Also brauchen wir unten die nächste 0. Also verrechnen wir die dritte minus der zweiten mal 2. Wichtig, die Zahlen, mit denen wir nichts machen, können wir wieder abschreiben. Das heißt, müssen wir nur die letzten nochmal nachrechnen. 0, 0. 0, minus 1, minus, minus 8 mal 2 sind dann plus 16, sind 15. Das Plus müsst ihr nicht hinschreiben, ich habe das einfach mal gemacht. So, jetzt sind wir fertig mit Gaußen. Warum? Weil jede Stufe nur die Höhe 1 hat, daran kann ich das sehr gut erkennen. Und jetzt ist der Punkt erreicht, wo wir bei drittens sind. Nimm von jeder Stufe einen Kandidaten der Vektoren in Ausgangsform. Also müssen wir jetzt gucken. Diese Stufe hat eine Breite von 2. Auf der Stufe der Breite 2 sitzen hier oben zwei mögliche Kandidaten. Entweder der oder der. Und wichtig ist, ich soll davon nur einen auswählen. Also eine Möglichkeit wäre dann zu sagen, der erste Basisvektor ist 1, 1, 1. Jetzt gucken wir uns hier die nächste Stufe an, die hat aber nur Breite 1. Die Vektoren in Ausgangsform oben drüber ist nur einer. Also kann ich hier auch nur einen einzigen wählen. Also wäre die nächste Möglichkeit, 1, 2, 3 zu nehmen. Und jetzt gucken wir uns noch den letzten an. Der hier hat auch nur Breite 1. Wichtig ist, wir nehmen die Vektoren in Ausgangsform, nicht die unten, die in Ausgangsform. Also könnte ich jetzt sagen 10, 2, und 9. Und das wäre eine Möglichkeit für eine Basis. Damit wir die jetzt noch korrekt hinschreiben, benutzen wir die Basisschreibweise. Also B ist gleich, geschweifte Klammer auf, da Kommas dazwischen und schon sind wir fertig. Ich hätte jetzt aber eigentlich auch noch eine andere Basis angeben können, weil wir hätten ja hier vorne auch den anderen wählen können. Also wäre eine andere mögliche Basis. Ich mache das gerade mal. Dass wir gesagt hätten, dass wir statt 1, 1, 1 2, 2, 2 gewählt hätten. Also eine Basis ist nicht immer eindeutig. Es gibt sogar unendlich viele Basen. Das ist der sogenannte Basisaustauschsatz. Aber das nur als Anmerkung am Rande. Aber im Großen und Ganzen, das hier ist das Vorgehen, das ihr in der Klausur dann machen müsst, um aus den Vektoren die Basisvektoren zu bekommen. An der Stelle gebe ich euch jetzt noch einen kleinen Next-Level-Tipp mit auf den Weg.
Wenn man sich die Vektoren hier oben anguckt, dann sieht man, dass der erste ein Vielfaches von dem zweiten ist. Also der erste mal 2 ist e der andere hier. Und falls jetzt zufällig hier irgendwelche zwei Vektoren findet, die zueinander Vielfache sind, dann könnte ein von den beiden eh schon direkt rauswerfen für die Basis. Wo ist der Vorteil? Dann habt ihr unten nämlich weniger zu rechnen. Das muss nicht immer der erste und der zweite sein, irgendeiner von den beiden. Manchmal sieht man es auf einen Blick und wenn man das sieht, kann man sich wertvolle Zeit sparen. Deswegen für Next Level Shit nehmen wir das natürlich mit. Wir schauen uns jetzt zusammen ein etwas größeres Beispiel an, weil das geht für beliebig viele Vektoren. Ob die Vektoren 5 Einträge haben, ob wir 6, 8 oder 10 da haben, ist eigentlich völlig egal. Das Prinzip ist immer zuerst alle Vektoren in das homogene Gleichungssystem zu schreiben. Das habe ich hier direkt gemacht bei dem Beispiel. Dann werden wir das Ganze gaußen. Das habe ich jetzt nicht vorgerechnet, sonst wäre das Video wahrscheinlich 20 Minuten lang. Und dann haben wir hier unsere Gauss-Stufe. Und jetzt wollen wir uns nochmal angucken, wie man das jetzt hier macht. Also die Gauss-Stufe ist fertig. Das sehen wir daran, dass jede Stufe die Höhe 1 hat. Und jetzt gucken wir uns die erste Stufe an. Das ist die hier, die ist 1 breit. Also habe ich einen Kandidaten zur Auswahl. Wir gucken, wenn wir hier in der Ausgangsform haben. Das ist 1, 2, 3, 4, der kommt hier hin. Die nächste Stufe ist jetzt 2 breit, das heißt, hier hätte ich jetzt Auswahl, welche ich nehmen kann. Ich kann jetzt entweder als nächsten nehmen 2, 2, 1, 2, der hier, oder den anderen 6, 6, 3, 6, den hier. Wir gucken uns die nächste Stufe an, die ist nur 1 breit, also hier habe ich keine großartige Auswahl, also nehmen wir nur einen einzigen. Und das ist 1, 4, 0, 1, dann haben wir jetzt bei beiden. Und die letzte Stufe ist wieder 2 breit, also habe ich theoretisch zwei Kandidaten zur Auswahl und kann entweder 2, 3, 6, 8 nehmen oder 1, 4, 5, 6. Im Großen und Ganzen, das war das Vorgehen. Wie immer an dieser Stelle hoffe ich, dass das Video für euch hilfreich war. Wenn es hilfreich war, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da oder abonniert meinen Kanal, wenn ihr noch Lust auf weitere nützliche Videos habt, die euch in eurem Studium weiterbringen. Oder ihr könnt mich auch gerne auf Patreon unterstützen für nur 1 Euro im Monat. Habt noch einen schönen Tag und glaubt weiter an euch.